Okay, halt. Bevor wir jetzt zum Vogel-Titanid-Farmen gehen, will ich noch was anderes erledigen. Dafür teleportiere ich mich in die Archive des Herzogs. Weil sonst vergesse ich da wahrscheinlich nach dem ganzen Gefarme drauf. Daran denken nämlich auch viele Leute nicht, sich das noch mal genau anzugucken. Deswegen machen wir das mal kurz. So, dafür müssen wir einfach ums Regal rum zur Treppe kommen irgendwie. So, erst die Jungs ausschalten. So. Natürlich wieder ein paar Hits kassieren. Den Bogen schützen lassen. Wir stehen, wo er ist. Die Magier auch. Nur den Bogenschützen da sollten wir uns cachen. So. Und dann schnell umdrehen, weil da die Nahkampfkavallerie kommt. Au. Ich hasse deine Bodychecks. Aua. Lieber mal einen Schluck trinken. Und dann müssen wir hier noch weiter. Na komm. So, weg mit dir. Ja, dich da haben wir noch. So und so. Und die restlichen können wir eigentlich ignorieren. Wir wollen nämlich hier hochfahren. Genau, nämlich in Seths Hauptturm. Hier waren wir ja schon mal ganz am Anfang, als wir die Archive betreten haben. Die dumm die dumm die dai. Genau, haben dich in Ruhe gelassen. Komm, verschwind. Ja, so ist brav. Hier haben wir ja den kristallisierten Ritter getötet, dessen Rüstung wir im Garten gefunden haben. Und hier haben wir zum ersten Mal gegen Sief gekämpft. Und ja, hier hat uns Sief getötet und in seinen Kerker geschmissen. So, hier ist erst einmal eine Truhe aufgetaucht mit einer Zauberglut. Damit dürften wir die, genau, letzten beiden Gluten haben. Zur Waffen her Umwandlung erforderliche Glut. Von Seth dem Schuppenlosen gefertigte Kristallgut. Wird nur von des Riesengottes Schmieden bearbeitet. Also ja, damit müssen wir zum Riesenschmied. Wandelt Standardwaffen zu einer Kristallwaffe um. Eine Kristallwaffe kann auf plus 5 verstärkt werden. Kristallwaffen sind mächtig, aber zerbrechlich und irreparabel, wenn sie zerbrochen sind. Was ziemlich useless ist. Zur Waffenumwandlung erforderliche Glut. Zauberglut, eine Form der Magie, wird nur von Windheimer Magierschmieden bearbeitet. Also ja, damit müssen wir zu unserem Magier in Neulondo. So, aber das ist nicht das Einzige, was hier rumliegt. Soweit ich weiß, genau da hinten liegt noch etwas sehr, sehr Wertvolles. Nämlich die wertvollste Seele überhaupt. Und die findet man, soweit ich weiß, auch nur hier. Wow. Ja, Kamera spackt hier ein bisschen. Ich hätte auch die Treppe hochgehen können. Seele bedeutender Held. Ja, die können wir uns mal kurz angucken. Doppelmenschlichkeit, bla bla bla. Seele bedeutender Held. Seele eines legendären und längst zur Hülle gewordenen Helden. Mit ihr kannst du eine riesige Menge Seelen erhalten. Ja, das kennen wir ja schon alles. Aber ja, ich habe euch Menschlichkeit noch nie gezeigt. Seltener, winziger, schwarzer, an Leichen gefundener Schemen. Du erhältst einen Menschlichkeitspunkt und kannst eine große Menge an TP wiederherstellen. Dieses schwarze Etwas wird Menschlichkeit genannt, doch über sein wahres Wesen weiß man wenig. Wenn die Seele der Quell allen Lebens ist, wodurch zeichnet sich dann Menschlichkeit aus? Ja, kleiner Spoiler schon mal. Menschlichkeit sind Fragmente der Dunkelseele, der Dark Soul.
die dem Wirtiv Pikmin gehörte. Und die spielen nachher, vor allem wenn wir nachher ins Etern kommen, noch eine große Rolle. Vor allem was die Debattierung dann wieder angeht. Naja, wir haben Seth besiegt. Den blinden Seth. Wofür auch er immer so viele Bücher gebraucht hat, wenn er nicht lesen konnte. Ja, das ist auch so eine Sache. Aber egal. Wir haben ihn besiegt. Wir haben seine Archive vollständig geplündert. Jetzt erleichtern wir seine Man-Eater-Shells noch um ein paar Funkeltitaniten. So. Dazu porten wir uns einfach nur direkt in die Kristallhöhlen. Zurück. Ja, wir werden von überall beschossen. Also mir aber sowas von egal. Ich muss nur zurück zum Leuchtfeuer. So, einmal noch Flurschaden anrichten auf dem Weg dahin. Einen Stuhl zerdeppern. Und auch zum Leuchtfeuer. So, teleportieren zur Kristallhöhle. Da kann man sich nämlich hin teleportieren. Zu den Enden der großen Bossfights. So, hallo Kristallhöhle. Gut. Mal kurz gucken, einen Blick drauf werfen auf unsere Ausrüstung. Für das Teil brauchen wir noch 4, fürs andere jeweils 10, macht 34, minus 1, weil wir die Gamaschen schon auf plus 1 haben, also 33 Funkeltitanit. Und im Inventory haben wir 0. Gut, dann melde ich mich gleich wieder, wenn wir Funkeltitaniten haben. Das Ganze werde ich nämlich jetzt zeitraffern, also bis gleich. Okay, dieses eine Mal tue ich nicht Zeitraffern, denn das war peinlich. Erst einmal habe ich vergessen, den richtigen Ring anzulegen. Und zweitens bin ich gerade gestorben. Das ist natürlich nicht so schön. So, komm her du, jetzt locken wir dich gleich wieder drei auf einmal an. So, einer tot. Aber jetzt geht der Zeitraffer los.
So, damit melde ich mich zurück nach ungefähr einer Viertelstunde Grinden jetzt. Ein bisschen mehr als eine Viertelstunde. Haben wir genug Funkeltitanit jetzt zusammengesammelt. Und ihr habt sicherlich gemerkt, das war gar nicht mal so leicht. Da sich die Muscheln doch teilweise klüger angestellt haben als erwartet. So, jetzt grade ich mal die gesamte Rüstung ab und ihr könnt schon sehen, wie gut sie wird. So, so. So, und dann Schluss noch den Helm. Und ja, wir haben viel, viele Seelen dabei gemacht, weil die Rüstung upgrade ist ziemlich günstig mit 200 Seelen pro Rüstungsteil. Das heißt, wir brauchen 1000 Seelen für Maximum Upgrade und den Rest können wir dann beim Aufsteigen versemmeln. Ja. Kondition. Hat man ja gerade gemerkt, die ging langsam aus. Deswegen gebe ich da mal einen Punkt rein. So. Und dann will ich mal ganz kurz, um euch zu demonstrieren, wie viel besser jetzt unsere Rüstung ist, mal kurz meine Elite-Rüstung aus der Versenkung holen. So, und das kann ich euch mal zeigen. Also, Helmvergleich. Ja gut, der Helm ist nur gering besser. Also ja, die Elite-Ritter-Rüstung würde, der Helm jedenfalls, würde ein bisschen mehr an physischer Rüstung kriegen, weil der ist ja jetzt nur plus 4. Auf plus 8 hätte er 42 und wäre damit höher als der Helm der Paladin-Rüstung. Aber zum Beispiel, naja, okay. Gerade im Blitz ist die Elite-Ritter-Rüstung doch ein bisschen besser. Aber so in Magie und Feuer geben sie sich fast nichts. Hier die Rüstung aber. Ist die Elite-Ritter-Rüstung schon auf plus 6? Hm. Ja, okay. Also darf ich eh nicht rechnen. Ich habe mich gerade total vertan. Die Elite-Ritter-Rüstung hat ja nachher nur das Doppelte vom Grundwert, wenn sie auf plus 10 ist und nicht das Doppelte vom aktuellen Wert. Ja, okay, also man merkt schon, die Paladin-Rüstung, so wie sie jetzt aufgestuft ist, ist ziemlich gut. Hier, die Stulpen sind doppelt so gut wie die von der Elite-Ritter-Rüstung und die Hosen. Ja, okay. Bei den Hosen nicht ganz so sehr. Aber trotzdem haben wir die Paladin-Rüstung jetzt viel schneller aufgestuft als die Elite-Ritter-Rüstung. So, deswegen kommt die mal wieder weg. Wo ist jetzt unsere ausgehöhlte Hüllenrüstung? Ritterrüstung. Die müsste da sein, genau. Die kann auch mal weg. So. Waffenmäßig haben wir, glaube ich, noch. Nein,